Wir wissen, draußen ist alles möglich. Manchmal fühlen wir uns verloren. Wir geben alles, quälen uns, machen weiter. Das macht den Unterschied. Hey, was ist mit dir passiert? Siehst schlimm aus. Fleischbällchen? Jemand mag meine Fleischbällchen. Hey, Paw Patrol, wir müssen ein Rennen gewinnen. Denk immer dran, Michael. Dieses Rennen definiert dich nicht. Nach 19 Jahren Rennen ist das meine letzte Chance zu gewinnen. 10 Tage lang werden diese Athleten 400 Meilen zurücklegen. Kletternd, auf dem Bike und im Kajak. Der Punkt ist Daddy. Punkt Daddy, renn! Der hat von mir Fleischbällchen bekommen. Vor 3 Tagen und 200 Meilen. Vergiss den blöden Hund. Los, wir müssen weiter. Hau ab, blöder Köter. Was ist los? Oh. Oh Gott. Ein Schritt weiter und ich wäre abgestürzt. Extra Fleischbällchen für dich, mein Freund. Er hat Schmerzen. Was hat er wohl schon alles erlebt? Jedenfalls nicht viel Gutes. Wie zum Teufel hat er es nur von hier nach da geschafft? Währenddessen waren wir auf Bikes, in der Zipline sind gelaufen und geklettert. Wahrscheinlich hat er unsichtbare Flügel. Guter Hund. You know I'm back, like I never left. Wollt ihr euch mal an eure Schmerzgrenze rantasten? Hat meine schon erreicht. Team Broadrail hat nun über 200 Meilen zurückgelegt. Mit neuem Weggefährten. Daddy hat einen Hund? Was hast du getan? Schätze, du hast einen neuen Leidensgenossen, Michael. Ja, er ist der King. Wir sollten ihn Arthur nennen. Arthur der Große. Wie geht's ihm? Er hat so viel durchgemacht. Der Hund muss zum Tierarzt. Du sollst nie wieder leiden müssen. Er ist ein Kämpfer. Genau wie du. Ah, der berühmte Hund. Sieht noch fertiger aus als der Rest von euch. Ihr habt euch alle verdient. Immer werden wir unterschätzt, was, Kumpel? Das ist nicht die Route der Karte. Ist okay. Folgt Arthur einfach. Zeig uns den Weg, King. So etwas habe ich noch nie gesehen. Inzwischen kennt ihn jeder. Weißt du was? Eigentlich mag ich keine Hunde.